Ja, servus dem Malm und grüß euch die Buben. Ja, wie man vielleicht an mein Gebäck erkennen kann, habe ich heute ein bisschen mehr dabei. Und was heißt das? Nein, falsch. Kein Overnighter. Wir haben nämlich Ostern und das wird ein Easternighter. So schaut's aus. Ja, wir haben jetzt 18 Uhr. Bekannte Gegend Hausberg. Ich gehe auf mein altes Platzl, wo ich da schon öfters war. Dort mache ich mir es gemütlich und dann machen sie heute einen schönen Abend. Also, gehen wir mal. Und die Spur dazu war alles neu. Das war früher gar nicht. Super, mein Hausberg wird immer kleiner. Ja, bin auf einem Platz jetzt angekommen. So schaut es da rundherum aus. Und das kennt ihr wahrscheinlich eh. Wunderschön. Ja, da sind wir. Das wird halt mein gemütliches Platz wieder. Und da werden wir sie wieder alles aufbauen. Und dann ist super. Ah, ist das gemütlich. Warm ist auch, wir haben 22 Grad. Herrlich. Ja, es hilft alles nichts. Es ist jetzt da 18.16 Uhr. Das heißt, in einer Stunde, eine Viertelstunde geht die Sonne unter. Und da werde ich mir jetzt einmal gleich alles fix fertig aufbauen und dann schalte ich wieder dazu. Ha, geil, herrlich. Ja, Freunde, wir haben jetzt kurz vor 7. Ich habe mein Pentagon heute mit und aufgestellt. Dahinter ein bisschen angespannt überall, dass innen mehr Volumen ist, mehr Platz. Und schauen wir mal, was drinnen ist. Ach, so schaut das von vorne aus. Schön Platz drinnen. Mein holländischen Laufsack. Ein Unterlegsmatten, dann habe ich da noch einen großen Notbiwaksack dabei. Der ist gleich 1,5 Meter breit. Da kann ich notfalls noch mal reinschlupfen, falls es kalt wird, aber ich glaube nicht. Ja, aber na, der kommt ja schon. Ja, Freunde, was ist denn da los? Da ist er. Mein allerbesten Gruß wieder an alle Krankensesseln. Gesund werden und an die Gesunden passen auf, dass es nicht krank wird. Und schaut euch das einmal an, das Ambiente da. Gibt es was Schönes? Heute ist Ostern, heute ist Sonntag. Ostersonntag und wir machen ja quasi einen Easternighter quasi. Ne? Einmal was ganz anderes. Ja, herrlich. Ja, ist noch dazu mein erster Overnighter für heuer. Quasi eine Premiere noch dazu, bei den Temperaturen sollte das eigentlich nicht schief gehen, sollte das in der Nacht so 8, 7 Grad haben, vielleicht sogar mehr. Ich habe mir heute ein paar so Minutensteaks mitgenommen, die werden wir sie abrutzeln. Und zwei Erdäpfel, die schneiden wir dann zusammen und haben wir das ein bisschen ins Pfandl rein und das war's. Die werden wir da jetzt einmal ein bisschen mit meinen Spezial Sachen ein bisschen einschmieren. Das ist eine Spezialmischung, da ist auch scharfes Zeug dabei. Und so ein Salzgemisch, also schmeckt mir verdammt gut. Die werden wir einfach nur grob schneiden und dann eine ins Öl. Und passt. Das Fleisch dazu.
kräftig. Jetzt ist schon schön finster. Ich glaube, ich werde dann schon langsam eine Beleuchtung brauchen. Aber ich sage jetzt einmal Mahlzeit, Freunde. Freunde, ein Gedicht. Ein Gedicht. Genau durch. Und meine Gewürzmischung war herrlich. Kommt sogar da das scharfe Zeug wieder. Perfekt. Und dazu gehört natürlich. Nein, kein Cola mehr. Es gibt wieder ein Energy. Prost. Ja, es ist jetzt schon ganz schön finster drin. Also, wir haben jetzt ein Viertel neun. Die Sonne ist untergegangen, Vogeln zwitschern noch. Und ja, mein Licht ist noch da, passt. Ja, bin schon gespannt, wie die Nacht wird. Ist ja meine erste Nacht heuer wieder mal draußen. Wir haben schon Besuch. Bötscherei. Das weiß, dass ich da bin. Angefressen ist. Das regt sich noch mächtig auf. Bin da jetzt ein bisschen weiter vier gegangen. Schauen wir mal, ob es noch mehr. Ja, irgendwie ist das da ein schönes Platzl da. Taugt mir immer wieder. Es wird da ein bisschen kühl. Wir haben jetzt 17 Grad und das merkt man natürlich. Ich weiß, wenn man nur sitzt, das ist, glaube ich, betreibe keinen Sport da. Ne? Naja. Ja, ich hoffe, das wird reichen. Ich habe noch eine Regenjacke habe ich noch mit, aber sonst. Ja, da tut es natürlich jetzt schon im halb, dreiviertel acht finster wird. Nicht so wie im Sommer, wo es erst um 10 Uhr finster wird. Ist halt zeitlich finster quasi. Ne? Das ist wieder komplett logisch. Ne? Na, servus. Da bin ich wieder gut drauf. Ja, ist egal. Ist so. Mal was anderes. He? Habe ich gesagt, Vogelgezwitscher ist jetzt komplett aus. Höre gar nichts mehr. Ja. Werden alle Mützen. Wenn das Licht da dran auch Mützen gehen. Ne? Gar nichts hört man. Also im Augenblick ist komplett ruhig. Kein Vogel, kein Viecherl. Gar nichts. Ja, das war ein super Feuerstück da. Ich habe mir das auch schon ausgerannt. Bladeln alles entfernt, aber irgendwie bin ich eher dagegen. Wir haben wirklich hohe Waldbrandgefahr. Und ja, ich lasse es lieber bleiben. Obwohl, das war sicher super, aber ja, es muss nicht sein. Ja, das ist das Ganze nicht wert. Ich will schließlich nicht mein Haus bergauf wackeln. Ne? Ich habe immer Lampel. Wie gesagt, das war zwar urgeil, aber eher nein. Ja, ich würde sagen, das Lampel da hinten ist sowieso vom Feinsten.
Ja, die gibt schon einen anderen Dampf. He? Hui, das geht rund um alles hell. Naja. Ich lag so wäre ich müde, obwohl es ist erst 22 Uhr. Ja, ich würde sagen, ich warte gar nicht mehr. Ja. Dann ich beginne mich jetzt gleich in meine Kemenate. Ja, so mache ich das am schönsten. Meine Laterne mit mir. Ja, meine Föhn nehme ich auch mit. Hängt zwar nicht so sicher, aber das geht schon so weit. So. Ja, ich werde mich jetzt in die Kemenate einschlagen und dann melde ich mich einmal bei euch. Ja, Freunde, in der Zwischenzeit ist dreiviertel elf geworden. Ich habe jetzt meinen Schlafsack verkrümmelt. Ich habe noch gar nicht zugemacht. Die Westen habe ich auch aufgemacht. Also es ist eigentlich eh noch warm genug, aber nicht. Kann ich in der Nacht immer noch zumachen oder die Westen anziehen. Ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt einmal von euch und sage einmal gute Nacht. Und man sieht sich dann morgen. Gutes Nächtle. Morgen. Spät haben wir. 6. Tagwache. Ja. War ein bisschen unruhige Nacht. Ich liege da ein bisschen bergauf, also ich rutschte da mit der Matten abwärts, aber naja, war nicht so schlimm. Dann hat es einmal leicht zum Regen angefangen in der Nacht. Habe ich auch meine Sachen weggeräumt, in Sicherheit gebracht. Ja, und sonst war es eigentlich perfekt. So, aufs Platzl und der Frühstückerl. Ja, was gibt's? Ich habe eh schon gesagt, gebe ich dann Speck, den schneiden wir jetzt gleich. Und dazu gibt es noch 4 Eierchen. Ah, und natürlich einen Kaffee. Das Pfandl nehmen wir wieder, da ist ein bisschen Öl drin. Das habe ich im Draht gehabt. So, da haben wir die Eilein dazu. Jetzt wieder so eine Gewürzmischung drauf von mir. Ah ja, mein Pfännchen ist fertig. Da habe ich noch meinen Kaffee. Der war halt extrem gut. Ja, auf zur zweiten Runde. Ja, der ist genauso gut. Ja, mein
Kürzelflackerl da schon dem Ende entging. Es wird dann ausblasen, bevor es mir meine ganze Laterne versaut. Ja, und nach dem zweiten Kaffee könnt ihr schon wieder Baum umreißen. Oder umhauen. So, dann werden wir abbauen. Ja, den habe ich da auf einen Ostum angespannt, das sage ich euch noch. Ja, den habe ich mir über die Nase geworfen. Und hat man schön die Hespanner können. Ja, viel halten die Hering da nicht in den Boden. Einer ist mehr abgebrochen. Ja, das ist der Biwaksack. Der ist von der österreichischen Armee. In das kleine Sackerl geht rein, das zeige ich dann gleich. Und in den kann man reinschlüpfen. Den kann man unten verschließen mit einem Kordelzug. Und herum hat man auch noch einen Kopf zum Durchstecken. Und bei den Händen kann man eigentlich aufmachen, dass man die Hände auch durchbringt. Wenn man will oder wenn nicht, bleibt es verschlossen. Ja, es ist ein ordentliches drum. Also, jetzt kommt er da hinein. So. Und drinnen ist er. So, fast abmarschbereit, jetzt müssen wir natürlich noch putzen. Das schaut gut aus, jetzt gehen wir weiter um. Passt, gehen wir. So, kleiner Abschiedsblick aufs Platzl und jetzt geht's wieder retour. Ja, Freunde, das war's einmal wieder. Bin hier unten angekommen. Ich kann mich nur bei euch immer wieder bedanken fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Müsst ihr aufpassen auf euch, gesund bleiben und servus die Maulen und pfiat euch die Buben.